Der Girona von Stallerail ist 200 Meter lang und kann bis 250 Kilometer pro Stunde fahren. Jetzt rechnen wir diese Spitzengeschwindigkeit in SI-Einheiten um. Das geht wie folgt: Wir schreiben die Größe hin und sagen, 1 Kilometer ist 1000 Meter, eine Stunde ist 3600 Sekunden, werten das aus und bekommen fast 70 Meter pro Sekunde, also nach knapp 3 Sekunden ist der Zug in voller Fahrt schon vorbei. Der Impulsinhalt dieses Zuges oder jedes Körpers hängt mit der Masse zusammen, ist sogar proportional zur Masse, weil wenn der Zug mehr Wagen hat, entsprechend mehr Masse hat, enthält er bei gleicher Geschwindigkeit auch entsprechend mehr Impuls. Dass der Impulsinhalt proportional zur Geschwindigkeit ist, das ist eine langjährige Erfahrungstatsache. Nun können wir uns fragen, ja, ist dann der Impulsinhalt einfach Masse mal Geschwindigkeit? Die Antwort ist ja, das ist so. Das hängt mit dem Einheitensystem zusammen. Das Einheitensystem ist gerade so gemacht, dass diese Formel möglichst einfach ist. Zu den Einheiten, wir nehmen die Einheit des Impulses, dazu machen wir eckige Klammer um das Formelzeichen P für Impuls, ist Einheit von Masse, also Kilogramm, mal Einheit der Geschwindigkeit Meter pro Sekunde. Das ist keine schöne Einheit für eine Grundgröße der Physik, denn der Impuls, das wissen wir seit über 100 Jahren, ist eine Grundgröße der Physik, so wie Masse, elektrische Ladung, so weiter. Das heißt, der Impuls, den kann man nicht definieren. Das hat man vor 100 Jahren noch so definiert. Den Impuls kann man einfach messen, wenn er drin steckt, indem man sagt, Masse mal Geschwindigkeit ist der Impulsinhalt. Das ist eine Messvorschrift. Nun schauen wir uns das Beispiel aus dem Vorspann noch einmal an. Also ein Güterwagen prallt gegen einen ruhenden, Reibung ist zu vernachlässigen. Wir führen eine positive Richtung und übersetzen die Situation ins Flüssigkeitsbild. Im Flüssigkeitsbild ist der Impuls eine Flüssigkeit, eine schwere Flüssigkeit. Und die Erde wird zu einem riesigen See, mit dem man beliebig viel Impuls austauschen kann. Der Körper wird dann zu einem zylinderförmigen Topf, mit der Masse als Querschnitt und der Geschwindigkeit als Füllhöhe. Und schon können wir den Inhalt rechnen, mit der Formel oder auch direkt aus der Zeichnung, Querschnitt mal Füllhöhe. Das gibt 75.000 Kilogramm Meter pro Sekunde. Der andere Körper ist auch ein zylinderförmiger Topf, aber die Anfangsgeschwindigkeit ist ja null. Mit der Erde als See kann man nicht nur beliebig viel Impuls austauschen, die Erde legt auch die Nulllinie für die Geschwindigkeit fest. Und jetzt überlegen wir uns, wie schnell sind die beiden Körper, wenn sie gleich schnell sind. Dazu verteilen wir einfach den vorhandenen Impulsinhalt auf beide Wagen, indem wir durch die gesamte Masse dividieren. Dann bekommen wir eine Füllhöhe von 1,5 Meter pro Sekunde. Die Geschwindigkeit hat dann um 6 Meter pro Sekunde abgenommen. Jetzt können wir rechnen, 6 Meter pro Sekunde mal 10.000, das sind 60.000 Kilogramm Meter pro Sekunde. Dieser Impuls, der muss dann hier durch die Puffer hindurch, und zwar in sehr kurzer Zeit. Auf der anderen Seite haben wir diese 1,5 Meter pro Sekunde Anstieg des Pegels. Das mal den Querschnitt, das gibt wieder diese 60.000. Was hier weggeht, muss dann auch hier Platz haben. Nun, wie gesagt, der Impuls fließt während der Stoßphase durch die Puffer. Wie schnell das geht, das hängt von der Konstruktion dieser Puffer ab. Damit wollen wir uns im nächsten Video dann beschäftigen. Eine zweite Aufgabe, ein zweites Beispiel, der Anton und der Bruno fahren, man sagt umgangssprachlich, mit der gleichen Geschwindigkeit aufeinander zu. Nach dem Stoß, die Wagen sind übrigens auch genau gleich schwer, nicht nur gleich schnell, bleiben beide Autos einfach bockstill stehen. Jetzt könnte man sagen, der Impuls wird vernichtet. Aber das kann nicht passieren. Der Impuls ist eine Erhaltungsgröße. Übersetzen wir das ins Flüssigkeitsbild, also wieder die Erde als großer See, dann das Auto von Anton, Masse,
Anfangsgeschwindigkeit. Und das gibt einen Impulsinhalt von 6000 Kilogrammmeter pro Sekunde. Und jetzt kommt der Trick. Der Bruno, der fährt eben eigentlich rückwärts. Das heißt, der Bruno hat nicht 18 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit, sondern minus 18 Kilometer pro Stunde, bezogen auf das, was wir als positiv definiert haben. Entsprechend ist seine Geschwindigkeit negativ, zwar minus 5 Meter pro Sekunde, wenn man umrechnet, und der Impulsinhalt ist negativ. Das heißt, das Auto vom Anton hat einen Überschuss an Impuls, das Auto von Bruno hat eine Schuld von Impuls. Und während der Stoßphase, wo sich diese Anfangsgeschwindigkeit, also Anfangsrelativgeschwindigkeit von 10 Meter pro Sekunde ausgleicht, fließt Impuls vom Anton zum Bruno und dieser Impulsausgleich hat zur Folge, dass einfach beide nichts mehr haben, stillstehen. Jetzt noch ein Beispiel, so quasi als Hausaufgabe. Die beiden Güterwagen, der eine ist jetzt ein bisschen langsamer, aber der andere fährt jetzt entsprechend entgegen. Jetzt können wir das wieder ins Flüssigkeitsbild übersetzen. Der leichte Wagen wird zu einem Topf mit einem Querschnitt von 10.000 Kilogramm und einer Füllhöhe von 5 Meter pro Sekunde. Der zweite Wagen hat 40.000 Kilogramm Querschnitt im Flüssigkeitsbild und eine Füllhöhe von minus 2,5 Meter pro Sekunde. Wie viel Impuls speichern die Wagen vor dem Stoß? Was ist die Geschwindigkeit, wenn die Puffer voll eingefahren sind? Und wie viel Impuls wird übertragen? Ich bin mir sicher, Sie können das alles problemlos jetzt beantworten. Und nachfolgend kommt jetzt noch eine kleine Frage oder ein paar kleine Fragen zum Verständnis.